Hallo, ich bin der Legendenkiller. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, ist es Capture the Flag auf der Map Kyaza Eisenbahn. Es ist eine von vier neuen Maps aus dem neuen DLC Endgame für Battlefield 3. In dem DLC sind auch drei neue Fahrzeuge und außerdem kann man jetzt auch mit einem Panzer in der AC-130 spawnen. Da kommt man mit so einem Fallschirm runtergeflogen. Ich saß zwar noch nie in dem Panzer, hab aber einmal von außen gesehen, wie man damit runterkam, und ich muss sagen, es sah richtig nice aus. Ja, Endgame, ja, das kommt. Ja, wie gesagt, gestern am 5.3. kam es für die PS3 raus, für die Premium-Mitglieder. Es wird am 12. März für die Xbox und PC Premium-Mitglieder rauskommen. Und am 19. März für die PS3 Nicht-Premium-Besitzer oder Abonnenten, wie das heißt. Und erst am 26. März für die PC und Xbox-Nutzer, die kein Premium haben. Ja, kurz im Gameplay. Es ist jetzt kein besonders gutes Gameplay, weil irgendwie nicht so viele Leute das Spiel gestern gespielt haben. Das hat mich nämlich gewundert. Es kam gestern raus und es haben kaum schon oder kaum Leute gezockt. Und es war ja schon, keine Ahnung, 5, 6 Uhr, wo ich das Gameplay aufgenommen habe. Naja, ja, was soll man sagen, ne? Ja, dann gab es außerdem noch einen neuen Patch. Also zumindest auf der PS3. Ich glaube, für PC wird der Patch später rauskommen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja, da wurden ein paar Sachen behoben. So wie zum Beispiel die TV-Rakete, die soll jetzt nicht mehr den eigenen Hubschrauber beim Abschuss zerstören. Zerstören, ja, beim Abschuss zerstören, so. Dann haben sie noch an der mobilen Artillerie etwas umgeändert in Armored Kill, und zwar, dass man keine Gegner mehr töten kann, die an einer Ecke eines Flugzeugs stehen. Und außerdem wurde der Blast-Radius auf 3 Meter erhöht. Die Ticket-Anzahl im Scanner-Modus wurde von 150 auf 300 erhöht, und die Rundenzeit, um die Rundenzeit etwas zu verlängern. Scanner-Modus ist, glaube ich, Plünderer. Bin mir nicht sicher, aber mir fällt sonst nichts ein. Dann wurde die falsche Schreibweise in Aftermath-Doc-Tags korrigiert. Wusste ich auch gar nicht, dass es so da einen Rechtschreibfehler gab, anscheinend. In der Vorrunde des Gunmaster-Modus ist die Bewegung des Spielers nun aktiviert. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Kill mit der AT-Mine als Fahrzeugkill gewertet wurde. Da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Ich will mich, ich weiß nicht, in dem Gameplay war das nicht. Im anderen Gameplay hier mit dem Motorrad durch eine Mine gefahren, da stand auch, der hätte mich mit dem Heli gekillt. Naja. Ah ja, und hier mal nebenbei, wenn ihr auf dem Motorrad sitzt und dann L3 drückt, also zumindest auf der PlayStation, dann stellte sich so sozusagen hin, wie am Anfang des Videos zu sehen war. Könnt ihr mal vorspulen, wenn ihr nicht wisst, was ich meine. Und dann macht er so eine, ja, fährt er nur auf dem Hinterrad. Und ja, dann müsst ihr einfach nur L3 drücken. Die Hupe funktioniert übrigens auch auf dem Motorrad. Ja, dann, was wurde noch gepatcht? Die Position des Reparatursymbols wurde verbessert, sodass während der Reparatur nicht mehr außerhalb des Bildschirms angezeigt wurde. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das hier die Patches für den PC sind. Egal, ich lese einfach mal weiter vor. Ein Teleportationsglitch wurde entfernt, der es ermöglicht, einen Spieler zu teleportieren, sobald er ein Messer und Mörser in Kombination nutzte. Ja, das wäre ja geil. Na, ein Fehler wurde behoben, bei dem das R-Radar eine Minikarte auf Hardcore-Servern angezeigt, obwohl diese Funktion deaktiviert war. Dann wurde noch ein Fehler behoben, dass die Spielerkamera um 180 Grad rotiert, sobald ein Spieler im Wasser wiederbelebt wurde. Ein Fehler wurde behoben, der Spieler unverwundbar machte, sobald sie mit Spawnschutz in einem explodierenden Fahrzeug saßen. Aha, interessant. Verbessert Verhalten von zerstörten RIH-Booten, ach so, damit sie die korrekte Interaktion mit dem Fahrzeug einhalten. Ein Problem wurde behoben,
bei dem ein landender Hubschrauber auf dem mobile Artillerie unsichtbar wurde. Oh, in Fehler. Hier haben sie das I vergessen. Ein Fehler wurde behoben, der auf der Karte Operation Metro bei einem Counter einer Kollisionsproblem verursacht, sodass keine Zweibein aufgestellt werden konnte. Ein Fehler wurde behoben, bei dem es im Server Admins durch Team Switchen möglich war, einige Teammitglieder zu töten oder den so Teamkills zu generieren. Ein Problem wurde behoben, bei der die Bodenkollision eines bestimmten Gebäudes verschwand, wenn es durch ein Fahrzeug zerstört wurde. Der Ticketstatus wird nun am Rundenende im Scaver-Modus angezeigt. Ein Fehler wurde behoben, bei dem Texturen von Türen auf dem Boden bestimmte Gebäude auf der Karte Großer Bazar erschienen. Ein Fehler wurde behoben, bei dem Gesundheit des Spielers im Hardcore-Modus nicht korrekt angezeigt wurde. Die Koop wurde zur freien Nutzung freigestellt, da sie bisher unerreichbar waren. Was? Die Koop wurden zur freien Nutzung freigeschaltet, da sie bisher unerreichbar waren. Keine Ahnung, was das heißen soll. Diverse Probleme mit Kollisionsabfragen wurden auf verschiedene Karten behoben, die oftmals zu einem Steckenbleiben der Spieler führten. Operation Metro, Noscha-Kanäle, Wake Island, Dammerwandgipfel, Operation Firestorm, Erdbeben und Kaspische Grenze. Erdbeben? Gibt es eine Map, die Erdbeben heißt? Oh mein Gott, habe ich lange kein Battlefield gezeigt. Diverse Probleme mit Kollisionsabfragen wurden auf verschiedenen Karten behoben. Oh ne, das habe ich gerade vorgelesen. Ne, stimmt gar nicht. Auf verschiedenen Karten behoben, die dafür sorgten, dass Spieler die spielbare Fläche der Karte verließen. Auf Talermarkt, Epizentrum, Markt, Monolith, Noscha-Kanäle, Großer Bazar, Azadi-Palast, Operation Metro und seine Überquerung. Dann wurde noch ein Fehler behoben, um sicherzustellen, dass ein unranked Server immer die Punktezählung aktiviert ist. Ja, das waren so die Updates, ne, für... Ich weiß nicht, ob das jetzt für den PC war oder wie auch immer. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich werde die ganzen Sachen, die ich gerade vorgelesen habe, in die Beschreibung packen, damit ihr es nochmal nachlesen könnt. Falls ihr es nicht verstanden habt, ich habe es zum Teil selber nicht mal verstanden. Ja, dann, was kann man noch sagen? Ich würde sagen, ich melde mich am Ende des Videos einfach nochmal und bis gleich.
Soldaten gesichtet. Over. Thank you.
So, da bin ich wieder. Ja, ich habe gerade erst gemerkt, dass der Ton irgendwie bei der Hälfte auf einmal auf Mono wurde. Ich muss mir echt mal so ein Kabel bestellen. Wollte mir letztens einen bestellen, aber sie hatten ihn nicht mehr vorrätig gehabt. Naja, auf jeden Fall könnt ihr mir ja mal sagen, nachdem ihr das Video jetzt gesehen habt, was eure so ersten Eindrücke sind oder wenn ihr das Spiel selber gespielt habt, was ihr denn so von den neuen Maps haltet. Also mich haben sie jetzt bis jetzt noch nicht so begeistert. Kann auch sein, dass es daran lag, dass ich bis jetzt keinen guten Scores gerissen habe oder keine guten Spiele gespielt habe. Hab hier auch lange kein Battlefield mehr gespielt. Also es würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, was euch an dem Video oder an dem DLC gut gefällt, was euch nicht gefällt. Halt eure Meinung zu dem neuen DLC Endgame. Also mit den Worten bedanke ich mich, wenn ihr noch da seid, fürs zu Ende schauen. Und ciao.